bin ich aufgewacht, als Bomben direkt vor unserem Haus fielen. Das war der Moment, als meine Familie beschloss, zu fliehen. Diese Worte stammen nicht aus Dresden, nicht vom 13. Februar und nicht aus einer Zeit vor unserer Geburt. Diese Worte stammen vom 15-jährigen Mohammed aus Syrien. Krieg ist allgegenwärtig in jeder Generation. Und auch wenn wir persönlich dafür dankbar sein dürfen, den Krieg selbst nicht erleben zu müssen, der 13. Februar mahnt uns auch, die Menschen nicht zu vergessen, die in diesen Tagen Opfer von Krieg, Terror und Vertreibung werden.